Willkommen zu einer weiteren Folge von PaxD. Heute, wie ihr seht, Leute, in einer Gruppe. Wir werden nämlich heute mal losgehen und die Gegend erkunden, beziehungsweise, wie ich gelesen habe, in eine Hölle gehen. Und was ich noch kurz sagen wollte, bevor die Folge losgeht, wenn ihr im Clan seid, Leute, bitte nur Kram hier rausnehmen, ne, wirklich aus dem Lager und nicht bei den Leuten an die Kisten gehen, weil die teilen sich ja auch gemeinsam Sachen und wollen dann auch gemeinsam bauen. Wenn ihr was von denen haben wollt, fragt bitte mal vorher, ja? Wäre ganz nett. Ansonsten gehen wir jetzt hier los und ja, ich weiß gar nicht wegen meiner Rüstung her, ob das okay ist. Also die sind auf jeden Fall natürlich stabiler dabei, keine Frage. Aber wo müssen wir denn lang? Ja, wo sind die denn? Hier? Ah. Oder geht's hier runter? Ach da, aha. Warum ruckelst du auf einmal so? Ich habe echt keine Lust jetzt irgendwie hier zu sterben. Ja, funktioniert ganz gut. Alter, Fuchs hat ja schon die Ultra-Rüstung. Was ist das für ein geiler Knüppel? Ihr kommt schon klar, denke ich mal. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, weil irgendwie sind gerade Ruckler. Habt ihr gesehen? Nicht nur bei mir, sondern bei jedem irgendwie. Oh, oh, oh. Ah, das ist natürlich zum schlechten Zeitpunkt. Okay, keiner, der jetzt irgendwie auf den Dingens wartet. Hier einfach runter. Oh, oh, au. Ja, super. Autsch. Ich denke, die sehen mich, hoffe ich mal. Hä? Muss ich jetzt einfach warten oder? Ich habe keine Ahnung. Muss ich hier irgendwas annehmen? Achso. Oh, ich dachte schon. Ich dachte. So, hauen wir uns erstmal hier Kram rein. Ja, bin ich mal gespannt, wo genau es hingeht. Ich weiß jetzt nicht, wo. Hier, glaube ich, ne? Hölle oder meinte Fuchs Höhle? Vielleicht auch verschrieben. Ich denke eher Höhle. Bin mal gespannt, wie so eine Höhle oder Hölle, was da so abgeht. Zum ersten Mal für mich. Ich bin ja nun mal an so einem, an so einer kleinen Burg vorbeigelaufen. Und ja, die sahen schon zu stark für mich aus. Alleine war, glaube ich, nicht so gut. Aber wir sind hier zu viert unterwegs, ich denke. Wir können auf jeden Fall gut was reißen. Schauen wir mal. Ich bin echt gespannt. Ich meine, ich habe ein Schwert, ich habe einen Bogen, ich habe Pfeile. Essen dabei. Dann haue ich mir gleich noch so einen Trank hier rein. Obwohl, ich habe ja eh genug. Kann man sich ja ab und zu mal genehmigen. Und hier ist echt schon viel gebaut worden. Ne? Wir machen auf jeden Fall bald nochmal eine Base-Tour. Also nicht eine Base-Tour jetzt von uns oben. Das haben wir ja letztes Mal gemacht. Ich würde sagen, so generell hier eine Tour. Von der ganzen Gegend hier, weil hier ist wieder einiges passiert, ne? Sogar ziemlich viel. Aber diese Ruckler, die nerven gerade. Ich hoffe, dass das jetzt nicht weiter stört. Hier hoch. Über die Burg dann einfach hier, ne? Müssen wir natürlich nur aufpassen, dass ich da jetzt nicht runterfalle. Das wäre nicht so cool. Einen Schluck trinken. Ja, ist auf jeden Fall praktisch, können wir die Burg von denen hier nutzen. Einfach so als Aufgang. Sieht aber schick hier aus. Wurde hier wieder richtig ordentlich rumgebastelt. Ne, die Treppe sieht schon ganz gut aus. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich nicht wegen Rucklern irgendwie in eine Lücke falle oder so. Das wäre natürlich nicht so cool. Aber hier ist schon echt einiges passiert. Also jetzt nur allein von der Treppe schon, ne? Damit man da nicht so runterfällt. Aber hier sind die, glaube ich, mittelmäßig aktiv, ne? Obwohl,
Ich habe es mir jetzt nicht ganz genau angeschaut. So, da hinten Fuchs. An vorderster Front. Hier ist aber nichts passiert. Ich glaube, hier ist nichts mehr passiert erstmal. Aber da hinten wahrscheinlich bei der Burg, ne? Das boah, die Hütte. Was ist das für ein Dach? Das sieht mal richtig schick aus. Da lang, alles klar. Let's go. Ich bin echt gespannt. Also wie gesagt, ich habe mein Schwert, bisschen meine Metallrüstung. Ist aber nur Stufe 1, aber mir wurde versichert, dass man sogar das zu zweit schaffen kann. Da sollen wir es zu viert easy schaffen, oder? Das sollten wir doch easy packen. Ich glaube, es geht echt hier oben rein, ne? Mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und das Coole ist, wir können es ja auch wiederbeleben. Man muss das auch mit mehreren Leuten machen, ne? Ich glaube, wie groß kann man eigentlich eine Gruppe machen? Ist das, was wir jetzt haben, Maximum 4 oder können wir 5 machen? Oder würde sogar 10 gehen, dann würde das alles da ein bisschen kleiner sein, das Fenster und so? Ich weiß nicht. Oh, die Ruckler nerven aber gerade ein bisschen. Weil ich wurde auch vorhin irgendwie rausgekickt. Mahlzeit Tobey. Aha, die Höhle. Ja, dann schauen wir mal. Luki, Luki, was da drin ist. Und da kommt direkt ein Wolf raus, oder wie? Alles klar. Brauche ich nochmal einen Screenshot. Und dann geht's los. Ganz schön dunkel hier drin. So, die sollen mal alles aufheben. Mir ist das eigentlich egal. Boah, die ist aber auch dunkel, ehrlich. Oh, die sieht aber richtig gut aus. Achso, noch ein Wolf. Wo? Weg mit dem Vieh. Oh, sieht aber schön aus. Der Gola. Warte mal, wo sind die dann hier? Nicht, dass ich mich hier verlaufe. Oh, oh, was ist mit der Grafik hier gerade? Wie wir alles niedermetzeln. Was ist mit der Grafik hier auf einmal? Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall heute nicht. Irgendwas. Ja, noch irgendwie so Grafik fehlt hier gerade. Ich weiß nicht, was hier heute los ist. Was läuft denn hier? Was ist denn das? Weg mit euch. Oh. Ist das hier eine Leiche?
Glaube ja, ne? Sind hier noch andere Gegner oder sind es hier nur Wölfe? Oh, ein Boss. Das ist ein Boss, oder? Easy. Und jetzt halt Schwert am Rücken. Nice. Was ist mit dem Boss oder geht es hier noch weiter? Darum. Alright. Was ist? Hier geht es ja noch hoch, oder? Denke ich mal. Oder? Ich will gerne wissen, was er gedroppt hat. Ich will nicht mal den Loot haben, ich will nur wissen, was er gedroppt hat. Das ist ein Stein. Hier liegt nichts rum, ne? Alles klar, wir haben auf jeden Fall jetzt ein Rezept dadurch bekommen. Ist ja ganz nett. Muss ich mir mal in der Basis anschauen, was wir überhaupt dafür brauchen. Ressourcen habe ich wahrscheinlich eh nicht. Aber schon mal nicht verkehrt, das Rezept zu haben. Und dann nach der Aufnahme schaue ich mir mal an und lese mir mal durch, was das überhaupt, ja. Was dieser Stein bringt. Was könnte man daraus craften? Das wäre interessant. Das Schöne ist, wir skillen unser Schwert. Vielleicht wäre dann auch stärker. Und Schwert gefällt mir irgendwie auch am besten, muss ich sagen. Aber der Knüppel ist wahrscheinlich eh stärker, ne? Ich sehe nichts. Geht's hier noch weiter? Oder gehen wir jetzt gerade raus? Ich glaube, wir sind auf dem Rückweg, ne? Hier hin irgendwo hin. So. Dann einmal raus hier. Aber war mal interessant in der Höhle. Also auf jeden Fall einen Boss gibt es. Ich weiß nicht, gibt es in anderen Höhlen dann andere Bosse? Gibt es hier auch noch was? Das sind so kleine Festungen. Aber was ist das hier? Ach ja, das ist ja gar keine Festung. Festungen sind zu schwer unter und haben.
So, aber das war schon mal interessant, die Höhle. Der Magie, was ich. Warte. Ach so, ich. Oh. Ich habe es gerade gar nicht gesehen. Kann ich ja in der Aufnahme nochmal sehen? Aber interessant. Das war schon mal echt cool. Oh, ich mit meinem Schreiben immer vertippen. Hier sind auf jeden Fall viele gerade online. Ich schaue mal noch mal ganz kurz, ob wir irgendwem noch mal annehmen können. Wie viel sind denn wir mittlerweile? Es werden immer mehr, ne? Also täglich kommen irgendwie mal 5 bis 10 neue dazu. Interessante Geschichte mit der Höhle. Aber warte mal, gibt es noch andere Höhlen? Oh, da hinten ist ja ganz viel Lehm. Aber warte mal, wo bin ich hier auf der Karte gerade? Da. Da wird bestimmt gute Lehm abgeholt. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bräuchte auf jeden Fall nochmal Lachs. Weil ich mir jetzt meine Base ja nochmal erweitere. Und fürs Dach brauche ich ganz dringend. Obwohl, nimmt sich schon, okay. Da will ich jetzt nicht klauen. Andere Steine, die wir auch bräuchten. Aha. Aha. Interessant, interessant. Ja, war auf jeden Fall mal witzig, in diese Höhle zu gehen. Aber mit dem Loot könnte ich eh erstmal nichts anfangen. Das ist bei denen hier auf jeden Fall besser aufgehoben. Die sind ja am fleißigsten hier, ne? Das sind unsere fleißigsten Companeros. Ja, komm, gehen wir in eine Burg, oder? Gehen wir in eine Burg rein, Leute. Ich würde sagen, der Weg dauert ein bisschen. Obwohl, das war ja eigentlich auch relativ schnell. Komm, dann sehen wir nochmal nebenbei, was hier so für Gebäude stehen und so. Auf dem Weg. Ist vielleicht gar nicht mal verkehrt. Stamina. Ach so, oh, warte mal. So. Dann geht es auch wieder besser. Ah, wo sind wir hier gelandet? Ah, nicht, dass wir hier sterben. Das sieht aber in Ordnung aus. Und runter. Bestimmt hier, ne? Wir gehen bestimmt hier rein. Oder gehen wir hier hin? Einfach unserem Leader folgen. Da kann ich nichts falsch machen. Nochmal die braunen Pilze. Die sind eigentlich ganz gut. Oh, hier ist nochmal Lehm. Egal, lass mir liegen. Ich habe genug Lehm. Durch die gute alte Danergy. Deswegen, ich laufe jetzt einfach hinterher, bevor ich irgendwo ganz hinten bin. Nee, nee, nee. So nicht. Auf zur Burg. Aber krass, wie das von hier schon aussieht, ne? Ja, ich denke, wir gehen bestimmt hier hin. Sieht mir ganz danach aus. Sieht mir stark danach aus, Leute. Ich könnte auch eigentlich einen Cut machen. Und wir treffen uns direkt da, aber ihr könnt auch einfach springen. Keine Lust. Könnt ihr überspringen, dann laufen wir noch ein bisschen. Weil die Burg, die wird eh schnell gehen, ne?
Ich denke nicht, dass das jetzt ewig dauert oder so. Das ist eine Leiche. Und Wolf. So. Ein einzelner Wolf ist easy, ne? Aber wenn man alleine gegen drei Wölfe jetzt kämpft, das ist schon knackig. Das ist schon eine Hausnummer. Und so Bären, ne? Die sind auch ganz schön... Können ganz schön fies sein. Okay, wir gehen anscheinend doch in so eine Höhle hier. Also nicht hier oben, sondern dort. Ich bin gespannt. Ich bin mehr als gespannt. Das sind nicht Höhle. Festung. Ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst schon, was ich meine. Tut nicht so, ihr kleinen Gauner. So, einen Trank können wir uns gleich nochmal reinhauen. Ja, und für die, die auf dem Server sind hier und mitspielen wollen oder die noch keinen Server haben, Server-Tür und die hier, der Clan heißt die Wilden, seht ihr ja. Und Gebiet ist halt hier. Hier und dann oben, zack. Und ja, das war's. Ganz easy, ganz einfach. Discord ist auch in der Videobeschreibung, wenn ihr da beitreten möchtet. Könnt ihr euch besser austauschen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hab's einfach vergessen. Ich habe es einfach vergessen. So, warte mal, einen Trank nochmal reinhauen. Schön schlürfen. Vielleicht treffen wir unterwegs auch auf einen Bären, den wir umnieten können. Das wäre auch cool. Ich glaube, ich habe auch ganz netten Loot. Hier hören wir doch ein. Nee. Na gut. Genau, nimm mal mit. Bin jetzt nicht so scharf drauf. Mir geht es eher gerade ums Entdecken. Irgendwas wollte ich sagen. Ich habe irgendwie den Faden verloren, Leute. I don't know. Naja. Gut. Irgendwas mit Baum. Ich wollte irgendwas mit einem Baum mit einem Baum sagen. Oder Clan. So, aber die sind ja irgendwie, haben eine verschiedene Größe. Heißt, das sind auch, hier ist eine größere Festung und das ist eine kleinere. Ich glaube ja, ne? Ich glaube ja. Wir werden sehen. Also mach mal Pilze, aber die brauche ich jetzt nicht. Ich hätte noch irgendwie Lust auf einen Bären. Oder? Okay, sie rennt weg. Dann machen wir den doch nicht so zweit, oder? Weiß nicht. Sieht nicht danach aus. Ich glaube, das ist eher so ein Vieh zu dritt oder so, ne? Wir sind auch drei unterwegs. Ein Plan. Hier wird ja auch voll viel gebaut. Hier muss ich auch mal vorbeischauen. Hier beim Steinchen. Ich glaube, ich habe hier schon mal vorbeigeschaut, aber ist eine Weile her, ne? Muss ich mir auch mal anschauen. Was es hier so Schönes gibt. Ja, ja, ich erinnere mich. Ich war hier schon mal. Ich war hier schon mal. Das Ding ist halt, man braucht unendlich lange zum Laufen. Ich würde mir auch ganz gerne mal irgendwie die anderen Orte hier anschauen. Aber ich glaube, das würde so viel Zeit nehmen. Oder wir müssen irgendwie mal Ultra-Base-Touren machen oder Gegenderkundungen. Einfach mehrere Folgen hintereinander einfach nur die Gegend erkunden. Vielleicht ist das ja eine gute Idee. Mal gucken, wie es in den anderen Gegenden aussieht, was sie da so gemacht haben und so weiter. Wäre vielleicht auch mal spannend. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es eine gute Idee ist? Achso, genau, in welche gehen wir? Ich habe hier echt null Plan.
Hier im Gebiet war ich noch nie. Oh, Trank, ja. Gute Idee, guter Plan. Ah, hier gibt es auch bestimmt besseres Eisen, kann es sein. Das heißt, ich hätte gar nicht hier hochlaufen müssen, da nach oben. Ach, guck mal da. Müssen wir noch auf die Begleitung warten. Oh, Ruckler. Nice. Ja, super, habe ich ja klasse hinbekommen. Das ist ein Zauberer. Rein. Ich wollte das nochmal aufheben, um zu schauen, ob ich irgendwie ein Rezept kriege. Boah, oh klar, ja, super. Ai. Ja, super. Nice. Mann, das ist aber schlimm. Oh. Oh, hier sind direkt mehrere. Alter, er macht einfach... War das jetzt vom Fuchs oder war das von dem Dude? Haben wir gerade auch irgendwie einen Pfeilschuss? Oder habe ich mir jetzt gerade eingebildet? Oh. Ja, super. Was macht der denn da hinten? Zaubert der? Alter, diese... Ist es ein Boss, oder was? Ich bin gleich tot. Jetzt haben wir so komische Lags, ne? Unglaublich. Ich lass mal den Kram hier fallen. Sehen die bestimmt gleich schon. Mann! Brenn ich? Oh, 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 oh. Okay. Mein Leben sieht nicht mehr gut aus. Ich sehe nicht mehr frisch aus. Ob es so Heiltränke gibt, aber ich habe auf jeden Fall keinen. Nein. Weg mit dir, du Halunke. Diese Ruckler. Die sind echt nervig.
Die Ruckler sind echt manchmal sehr belastend. Ich weiß nicht, warum das auf einmal so ist. Ist aber bei jedem so. Soll ich schon mal eine ranziehen? Oh, nicht wahr. Alter, ich bin so ein Meisterbogenschütze. Autsch. Okay. Ich seh's ein. Oh, ich bin fast tot. Nein, ich verbrenne, ich sterbe. Autsch. Autsch. So, dann warten wir mal kurz. So, jetzt muss ich mir erstmal wieder was reinhauen. Oh, mein Leben. Ich habe halt irgendwie keinen Heiltrank. Haben die Heiltränke? Und ist noch irgendein Dude? Gibt es hier Kisten? Oh, was ist denn das? Oh, oh, oh. Ich bin schon wieder tot. Nice. Ah, mein Leben. My life, my life. Aber gut, solange wir uns hier wiederbeleben könnten, ist ja alles im grünen Bereich. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Mal eine actiongeladene Folge. Jetzt habt ihr schon mal eine Burg und auch eine Höhle gesehen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer, bewerten und vor allem auch das Kommentieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao.